So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Unboxing. Wir haben beim letzten Mal die ganzen Pakete ausgepackt von so einem Sonderpostenhandel. Das Soulchip war dabei, Samyang Bulldog war dabei, Hot Sauces waren dabei, Becher waren dabei. Das steht alles jetzt noch hier rum. Das war eine richtig kunderbunte Auswahl. Pupsis Becher, die Verdunklungsvorhänge muss ich irgendwann noch anbringen. Und ein Paket ist übrig geblieben. Das ist dieses hier von World of Sweets. Ihr kennt bestimmt die World of Sweets Seite. Dieser komische Guru, der Junkfood Guru, macht ja auch immer Werbung dafür. Der hat auch seine eigene Special Edition bei World of Sweets. Ich fand World of Sweets bisher nie ansprechend, weil das ist die Welt der Süßigkeiten. Ich bin nicht so der süße Typ, ich mag eigentlich nichts Süßes. Ich gönne mir meistens nur Herzhaftes oder Scharfes. Jetzt gab es auf der World of Sweets Seite aber auch scharfe Sachen. Und was ich da bestellt habe, bei meinem allerersten World of Sweets Paket, das möchte ich euch jetzt zeigen, hier in diesem Video. Ich habe auch Pupsi gefragt, ob sie, wenn ich einmal dort bestelle, was braucht. Sie hat sich auch ein paar Sachen rausgesucht, in den Korb reingepackt. Ich habe dann nochmal aussortiert und das ist das allererste World of Sweets Paket, was der Ramses jetzt hat. So, das sieht auf jeden Fall dumm aus, deswegen kann ich euch jetzt hier hinterstellen. Kann das jetzt einfach hier aufreißen, hoffe ich. Oder wie kann man das denn sonst machen? Man will ja irgendwie das so draufkriegen. So, sieht bestimmt auch doof aus. Also es, egal wie du es machst, es sieht sowieso doof aus. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Jetzt machen wir mal das World of Sweets Paket auf. Ich weiß selber schon gar nicht mehr. Ich habe, weil ich mit Hannes immer den Tagi Tuesday gemacht habe, dass wir jeden Dienstag eine neue Tagi-Sorte getestet haben und rausgebracht haben und dann alle Sorten durch hatten. Und dann auf der World of Sweets Seite habe ich noch eine Sorte gefunden, die ich noch gar nicht kannte, noch nicht hatte. Deswegen habe ich, glaube ich, gedacht, ich bestelle bei World of Sweets, weil ich noch ein Tütchen Tagi probieren möchte, wie auch immer das schmeckt. Was wir aber noch zusätzlich gefunden haben, seht ihr, wenn wir jetzt das Ding hier aufmachen, so, das kommt fort. Abfall. So, hier haben wir erstmal so ein paar komische Begrüßungskarten, ein Monat gratis testen, Rotz. Nochmal hier HelloFresh, 125 Euro Gutschein, genau. Nochmal HelloFresh, nochmal HelloFresh, nochmal HelloFresh. Zählt das mal zusammen, ihr habt, seid einfach Millionär bei HelloFresh. Ansonsten habt ihr jetzt hier dieses fette Paket. Wenn ihr so von oben guckt, guckt euch das an, da fliegt schon alles rum. Aber was ist das jetzt alles? Da muss ich jetzt mal schauen. Hier haben wir Hot Jalapeno Peppers. Das ist ein Tütchen mit Jalapenos drin, die ihr euch mal auf einen Burger machen könnt oder so. Wie kann dann das sich so halten und so gut und frisch bleiben? Und ich glaube, wenn du das musst du bestimmt übelst schnell verbrauchen, als ob das hier in der Tüte dann so rumfliegt, 3 Wochen und dann nochmal 3 Wochen, nachdem du es ausgepackt hast. Also die Idee, sich einfach so Jalapenos in einem Tütenbeutel zu bestellen, finde ich schon mal komplett doof. Habe ich aber gemacht, deswegen legen wir das jetzt mal dahin. Dann haben wir hier zweimal Beefy Quad. Beefy Hot, die gibt es doch bestimmt auch normal im Handel, oder? Zweimal Beefy Quad ist da drin. Und was ich noch sehe hier drüben, Beefy Chorizo with Paprika. Ich glaube, Sandra hat die Tage im Rewe auch schon irgendwie so Beefy-artige Beefy Sticks gehabt mit Chorizo-Geschmack und hat gesagt, die sind ja so rauchig und so salzig und so fettig und so eklig. Sie hat von der ganzen Packung nur einen so dünnen, schlapprigen Stick probiert und wollte die schon wegschmeißen. Ich habe mir die dann reingezwängt. Wenn das jetzt richtig Beefy Chorizo ist, dann müsste das dasselbe sein. Nur, dass es halt fette, dicke Beefys sind mit diesem ekligen, rauchigen, salzigen Gammelgeschmack. Also hätte man, weil man es auch so gefunden hat, schon gar nicht mehr gebraucht. Was haben wir hier? So, Original Red Hots Cinnamon Flavored Candy. Das also Zimt-Bonbons, scharf. Scharfe Zimt-Bonbons mit Zimt-Geschmack. Nehmen wir mal mit, ist ja wichtig. Hier, bestimmt für Sandra, der Old King Originals Big Jack. Ein Banana-Chocolate-Proteinriegel.
Sandra isst gern Schokolade. Sandra mag Banane. Bananen-Schokoladenriegel klingt irgendwie cool. Haben wir hier einmal mitgenommen. Dann haben wir hier Barclays Intense Gourmet Minz Pepper and Peach. Also das sind irgendwie so Lutschpastillen, eigentlich wie Pfefferminzbonbons, aber mit Pfefferpfirsichgeschmack. Was ganz Besonderes, Experimentelles in so einer komischen Blechbox. Pfeffer und Pfirsich Geschmack, Pfefferminz Bonbons Zeug irgendwas. Hier haben wir die Takis, genau. Das ist die Tüte Takis, die haben wir nicht dabei gehabt bei unseren Tastings, die haben wir nicht gezeigt, die wäre jetzt neu für uns, kenne ich nämlich nicht. Intense Nacho, ja? Es gibt jetzt hier Intense Nacho, vielleicht kennt ihr das, hier steht auch drauf Non-Spicy. Das müsste also nicht scharf sein, sondern nur mit Käse, richtiger Käsegeschmack. Und statt den normalen gerollten Takis gibt es jetzt auch Takis Pop und Takis Waves. Die können mich alle mal am Arsch lecken, denn wir probieren diese normalen Takis und dann ist der Hype auch vorbei. Die meisten waren eh wie Rotz und haben nicht geschmeckt. Dann haben wir hier so eine perverse Gurke, da hat mir Sandra ja schon mal eine geschenkt. Die liegt immer noch im Kühlschrank rum. Wenn ich jetzt aber eine zweite habe, könnte ich ja mit Hannes auch mal so eine Gurke in mich reinstecken. Van Holdens Hot Mama, Hot and Spicy Pickle, made in the USA. Hier ist eine Gurke drin. Eine einzelne, dicke, fette, heiße, scharfe Gurke. Also das Hot and Spicy, ja ihr wisst schon, gewürzig, sauer eingelegte Gurke, scharf gewürzt. Da bin ich mal gespannt, was das ist. Da machen ja auch Leute Challenges, glaube ich, mit. Stopfen sich da das Zeug rein. Dann haben wir hier jetzt eingewickelt. Pass auf. Eingewickelt ein 4-Bro Juice mit Strawberry Cream. Diese 4-Bro Sorte habe ich auch noch nicht gesehen. Strawberry Juice. Strawberry Cream, Erdbeersahne. Dann haben wir hier Lakritz. Von Barking, 15 Zentiliter, Licorice Pepper, Zubereitung, 36%iger Alkohol, mischen mit Turkish Pepper, Shots zubereiten, gut schütteln, kalt servieren, irgendwas. Also das ist irgendwie, das habe ich nicht gesehen, das hat Pupsi gesehen, das ist so eine Art Lakritz, Likör, Zeug, stark, zum Mischen, für Getränke. Dass du in ein normales Getränk, was du dir so machst, einen Lakritz-Schuss reinmachen kannst, der es halt in sich hat. Das kann man das auch so essen, so probieren, ich weiß es nicht, trinken meine ich. Das ist auf jeden Fall so Lakritz-Kacke, die du dann dir irgendwo halt reinschmierst. So, der Adi hat es jetzt richtig gemacht. Der Adi hat sich jetzt nämlich einfach in unsere Box reingelegt. Aber wir sind ja noch gar nicht fertig, Adi. Wir haben doch hier noch mehr. Guck mal, Adi, wir haben jetzt hier hinten bei dir haben wir noch eine Rolle gefunden. Was ist in dieser Rolle drin? Letztens haben wir, glaube ich, die Lakritz-Maß gemacht. Die Lackmaß genannt. Die Lackmaß, da haben wir Lakritz-Zeugs gesucht, haben nichts gefunden. Jetzt wäre es ja richtig toll, die Lakritz-Maß zu machen, weil wir jetzt ja Lakritz-Zeug haben. So, hier habe ich eine Dose Mentos Apple Soda Kick. Kenne ich, habe ich schon mal probiert. Fand ich übelst genial, hat richtig gut geschmeckt. Die habe ich also eigentlich nicht zum Testen, sondern einfach zum Trinken mitgenommen. Die war auch nicht so teuer, die war dort auch reduziert, glaube ich, von, sagen wir mal, von 1,99 auf 60 Cent. Und deswegen habe ich gedacht, musst du zuschlagen, nehm dir mit, Mentos. Dann nochmal Chupa Chups Sparkling Zero Edition Strawberry Flavor. Ich habe Chupa Chups Dosen auch schon mal probiert, getestet, verschiedene, die waren aber nicht so hoch, die waren bauchig, also breiter, bauchig und kürzer und da gab es verschiedene Sorten und jetzt gibt es aber auch die Zero Editions, die wieder vom Design her ganz anders aussehen, guckt euch das an, von dem Design, hier so eine komische Chupa Chups Zero Strawberry Cream Dose, da müssen aber jetzt noch andere Sorten dabei sein. Wir nehmen ja das nächste Paket hier raus. Oh, da war zweimal Fanta drin. Das müsste Fanta sein, eine japanische Fanta mit Apple-Geschmack.
japanische Apple-Fanda bei World of Sweets. Apfel, ich liebe Apfel. Apfel ist richtig genial. Apfel und Banane, das ist, glaube ich, meine zwei Lieblingsdinger. Ja, Erdbeeren gehen auch, keine Ahnung. Apfel, Banane, Erdbeer, ihr seht schon, irgendwie geht alles. Ne? Guckt euch die an, das ist hier diese Apfel-Fanda. Heftig, oder? Sieht die nicht gut aus? Kannst du gleich die Apfelmaß machen mit Apfelfanda drin. Das wäre aber, glaube ich, Verschwendung. Das musst du so genießen. So, was haben wir jetzt hier drin? So viel ist es jetzt nicht mehr. Den schiebe ich mal dahinter. Der stört mich nämlich die ganze Zeit. So, jetzt haben wir hier die restlichen. Wir haben nochmal Mentos. Nochmal eine Dose, denn ich habe zwei bestellt von jedem. Wir haben nochmal Mentos, aber das ist Lemon Mint. Das ist wichtig. Das war nämlich Apple Soda Kick. Das ist Lemon Mint. Von Lemon Mint haben wir auch zwei Dosen bestellt zum so trinken. Dann haben wir nochmal Chupa Chups. Wieder Zero Sugar Strawberry Flavor. Dann ist dieselbe nochmal. Bin ich jetzt blöd oder was? Habe ich zweimal Zero Strawberry Flavor Sparkling Chupa Chups Drink bestellt? War der etwa auch günstiger? Ansonsten weiß ich doch schon, dass das eh nicht schmeckt. Und wenn das nicht schmeckt, hätte man doch gar nicht so viel nehmen müssen. Nächstes Paket. Immer eingerollt alles. Hä? Jetzt blicke ich gar nicht mehr durch. Nochmal Mentos Lemon Mint, das ist die dritte. Nochmal Mentos Lemon Mint, das ist die vierte. Nochmal Mentos Lemon Mint, das ist die fünfte. Mentos Apple Soda Kick, das ist die dritte. Dann sind hier bestimmt auch noch zweimal Soda Kick drin, weil ich wahrscheinlich von jedem fünf habe. Ja, Mentos Apple Soda Kick ist die vierte. Mentos Apple Soda Kick ist die fünfte. Und pass auf, es gibt doch zwei verschiedene Sorten von dem Chupa Chups. Und zwar hast du hier noch Zero Sugar Lemon und Lime. Das ist auch also Zero Sugar Sparkling Chupa Chups Zero Sugar Lemon and Lime Flavor. Also neben den ganz normalen Chupa Chups Sorten habt ihr hier eben auch die Zero-Sorten. Einmal mit Erdbeer und einmal mit Lemon-Lime. Denn die müssen auch getestet werden. Das ist auch wichtig. Und dann ist der Karton jetzt leer. Der Karton ist leer. Das war die erste und wahrscheinlich auch letzte World of Sweets Box. Denn, wie gesagt, Süßes. Nee, da ist schon wieder viel zu viel süßes Gelumse drin, selbst wenn das Zero Sugar draufsteht. Takis einmal bestellt. Beefy brauchst du da nicht nochmal. Experimente hier mit irgendwelchem Pfeffer, Kack und Bonbons. Okay, machst du aber auch nur einmal. Und ansonsten habe ich mir wirklich das komplette Sortiment reingezogen. Und das war alles, was mich interessiert hat. Also, das erste und letzte Mal World of Sweets. Habt ihr schon mal bei World of Sweets bestellt? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten war es das mit dem Unboxing. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.